Sie sagt, das sagen erwachte, Leid müsse sein, und sie sagt dann, fragt dann, wieso kann es nicht für alle schön sein? Ich sage da ein kleines Beispiel. Sagen wir 8 Milliarden Menschen. Beispiel. Natürlich könnte es für alle schön sein. Das wäre aber dann ein anderer Traum. In diesem Traum ist es eben nicht so. Punkt, kann man jetzt sagen. Vielleicht gibt es diesen Traum woanders, auf einem anderen Planeten, who knows? Da ist es dann so. Es wird jede Möglichkeit erträumt. Wir erfahren hier diese Möglichkeit. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Das ist nicht die einzige Realität, wenn man so will. Würde es die einzige sein, dann könnte es erst recht nicht für alle schön sein. Hier auf diesem Planeten zum Beispiel. Weil alles, was erfahren werden kann, erfahren werden muss. Weil alles, was existieren kann, existieren wird. Dieses Universum ist nicht einfach nur ein Universum, sondern ist unbegrenzt in seinen Möglichkeiten und ist eigentlich die Realisierung aller Möglichkeiten seiner selbst. Alles, was möglich ist, existiert und wird existieren und hat existiert. Das ist ein Naturgesetz. Alles. Alleine nur deshalb, weil es möglich ist. Weil dieser Traum etwas ist, der einfach nicht nur ein unbewusster Traum in der Nacht ist, wo ein bestimmter Traum ist, sondern dieser Traum ist in Wirklichkeit die Simulation aller Möglichkeiten, die es gibt. Aller Möglichkeiten zu sein. Und man kann blissful sein und man kann leidend sein. Das sind unterschiedliche Seinsweisen. Dieser Traum erfüllt alles, jede Möglichkeit. Wären hier 8 Milliarden Glückliche, dann muss es auch welche geben, 8 Milliarden Unglückliche, vielleicht woanders. Oder wären hier 4 Milliarden solche und 4 Milliarden solche, es gibt alle Möglichkeiten. Das Universum spielt sozusagen alle Möglichkeiten durch. Das ist wie so ein Riesencomputer, der alle Möglichkeiten durchspielt. Das ist letztlich eine Vorstellung seiner selbst. Wie wäre es? Wie könnte es sein? Wie könnte es sein? Wie könnte ich sein? Wie könnte es geschehen? Wie könnte Leben geschehen? Wie könnte es sein? Und wir erfahren eben genau diese Variante, die wir hier erfahren. Unabhängig davon, ob es eine andere gibt oder nicht. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass alle glücklich sind, dann wird die auch erfahren, aber halt woanders. Diese Erfahrung machen wir hier nicht. Ist so. Woanders ist es dasselbe Ich, das eine Ich, dasselbe Wir, das diese Möglichkeit erfährt von unendlichem Glück. Und in Wirklichkeit ist alles, das Sein selbst ist immer unendliches Glück. Das Leben als Mensch nicht, das mag sein. Das Leben als Tier auch nicht. Weil das biologische Leben hier sich so erschaffen hat, dass es sich selbst auffrisst. Und das ist gar nichts Negatives. Aus einem höheren Betrachtungspunkt ist es einfach ein permanentes, ewiges Recyceln und Evolvieren. Ja? Das ist deine Vorstellung von für alle schön. Das ist deine, sage ich jetzt doch mal, ich habe es vorher schon brutal gesagt, ich sage es jetzt noch brutaler, deine ganz kleine, sorry, dass ich es so sage, naive Vorstellung, warum haben es nicht alle schön? Die steht dir im Weg, diese Vorstellung. Ich sage nicht, dass du naiv und klein bist. Ich sage,
diese Vorstellung. Und die steht dir im Weg, weil du bist viel größer. Und du lässt dir von dieser kleinen Vorstellung das Leben verhunzen, dass es anders sein sollte. Das ist nur die Vorstellung, die im Weg ist, dass du die Allpracht des Universums, die jetzt schon da ist, erkennen kannst. Ist dir nur diese Vorstellung im Weg, wie es sein sollte. Nur das trennt dich von diesem Glück, das du eigentlich schon bist. Diese Vorstellung, es sollte anders sein. Diese Vorstellung, es wäre so, wie es ist, nicht okay. Das ist eine rein menschliche Wertung, die ist vollkommen legitim. Das ist schon klar. Aber es ist dennoch nur menschlich und nicht das, was du wirklich bist, was weit jenseits dessen ist. Viel größer ist als so eine kleine menschliche Vorstellung, was gut und was schlecht ist. Diese menschliche Bewertung aus Menschensicht. Mit dem Glauben an Endlichkeit und an Begrenzung und an Trennung. Wollte ich jetzt noch dazu sagen.